Yes, thanks, Schatz. Ciao, ihr Lieben, und grazie fürs Einschalten hier in unserem Let's Dance Livestream vor der großen Italo Night bei RTL ab 20.15 Uhr. Das wird heute ein ganz besonderer Abend und wir haben in unserem Livestream natürlich wieder ganz besondere Gäste dabei. Hallo, Gavin, ihr Lieben! Malika, Lina und Jolt sind da. Bella. Ciao, Bella. Hallo. Ciao. Die vier haben jetzt gerade eigentlich auch schon kurz vor dem Livestream so ein bisschen gesungen, ne? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ne per mi mon, raga capara, shira capo di si prego. Ich würde sagen, also die Italien-Stimmung ist auf jeden Fall da. Das können wir schon mal festhalten. Und was ich ja ganz besonders bei unseren beiden Paaren hier im Livestream finde, ist, ihr tretet heute ja quasi in so einem direkten Vergleich gegeneinander an, denn ihr tanzt heute alle Cha-Cha-Cha. Gabriel, wie geht's dir damit? Konntest du dich gut einfinden auch in diesen Flirty-Tanz? Oder? Yes, auf jeden Fall. Also eigentlich ist Cha-Cha-Cha ein stressiger Rumba und das hatten wir ja letzte Runde gehabt. Also, nee, alles gut. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich find's auch cool, dass wir alle zusammen Cha-Cha tanzen. Wir sind Team Cha-Cha-Cha! Cha-Cha-Cha. Wir tanzen nicht gegeneinander, wir tanzen miteinander und füreinander. Wir holen uns live noch on stage, zack, 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 ein bisschen improvisieren, dann passt das schon. Yes. Ja, geil, ja, ihr tanzt ja quasi heute wirklich auch nochmal zusammen miteinander. Das ist ja noch die zweite Besonderheit. Heute stehen ja die Dance Battles auch an. Und wie sieht's da so aus? Also fühlt ihr euch da auch ready? War das schwierig für euch, diesen zweiten Tanz irgendwie reinzukriegen, Lina? Ja, ich muss schon sagen, ist eine Anforderung, also Anforderungsbereich höher auf jeden Fall nochmal, ne? Wenn du nochmal eine zweite Choreo dazu lernst, beziehungsweise sogar drei. Und es war anspruchsvoll, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lernen. Und Gabriel und ich und unsere Gruppe, wir werden das rocken. Yeah. Ne? Natürlich. Positives Mindset, das wird. Yes. Team Grün. Team Werde. Team Gewinner. Team Werde. Ja. Das ist ja, hohes Ziel, aber wir werden es rocken. Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon bei dir, Gabriel, das Thema mit diesem Flirten, mit diesen Blicken. Deine Freundin hat das ja alles noch abgesegnet letzte Woche. Und ich habe es bei euch so ein bisschen bei Instagram verfolgt beim Training diese Woche, dass ihr ja auch an den Blicken gearbeitet habt. Joy, du irgendwie mit Linas Augen auf dem Handy vorm Gesicht. Sah auf jeden Fall auch cool aus. Was war da so die Schwierigkeit? Ja, das war einfach Spaß. Also, war keine Schwierigkeit drin. Ich habe einfach gedacht, sie hat schöne Augen und dann habe ich gesagt, okay, ja, lass mal uns ein bisschen Spaß machen. Ja. Und dann, ich war Lena kurz. Das heißt, die Blicke sitzen auf jeden Fall. Ja, noch eine Besonderheit hat mir Malika gerade verraten. Tatsächlich bist du zum allerersten Mal um 19 Uhr im Livestream dabei. Genau, mein erstes Mal. Genau. Also nochmal ein großes herzlich willkommen an dieser Stelle. Da freuen wir uns umso mehr, dass du heute dabei bist. Ihr beiden, ihr choreografiert ja auch oft zusammen die Tänze, ne? Also Malika und Joy sind ja auch ein Tanzpaar und Paar im wahren Leben neben Let's Dance. Wie bei uns 15 Jahre. Ja. Aber wie war das jetzt für euch mit dem Cha-Cha-Cha? Ist das irgendwie ein Vorteil, wenn ihr quasi in dieselbe Richtung tanzt? Oder nehmt ihr euch dann gegenseitig so ein bisschen die coolen Moves weg? Gibt es da dann so einen Fight dahinter den Kulissen? Nein, nur ein ganz bisschen Streit. Kein Streit, coole Moves hier und dann... nein, wirklich. Weil die Musik ist anders. Genau, die Musik wir haben ja unterschiedliche Musik und es ist auch so tatsächlich, dass es nicht ganz so einfach ist, wenn man zwei Choreos zusammen... Also wir machen alle Choreos immer zu zweit zusammen. Und dann müssen wir uns manchmal, machen wir Schere, Stein, Papier, wer welchen Move kriegt. Nein. Aber es ist so schon läuft das also. Genau. Und es macht einfach Spaß. Und wie gesagt, die Musik ist ja immer unterschiedlich. Ja. Wir haben unterschiedliche Wörter in die Musik, wir haben unterschiedliche Akzente in die Musik. Und daher, wir eigentlich in die Musik ist schon in die Choreografie. Wir müssen nur einfach das strukturieren. Mhm. Ich liebe ja eure Choreografien, ich finde die immer super, super schön. Und Gabriel, wie sieht's denn bei dir so aus? Fühlst du dich auf jeden Fall jetzt heute auch richtig vorbereitet? Du hast schon gerade gesagt, du hast Bock, aber du hast auch gesagt, Malika hat auch noch so andere Seiten gezeigt beim Training, die wir zumindest, würde ich jetzt sagen, eigentlich gar nicht so kennen. Malika ja eigentlich immer ganz ein bisschen zurückhaltender, aber da gibt es auch andere Töne. Also diese Woche war wirklich hart für mich und der ein oder andere Plank musste gemacht werden, weil ich so viele Fehlschritte gemacht habe oder auch mal Liegestütze, aber Malika hat mich da wirklich, also im positiven Sinne, durchgezogen und gesagt, du schaffst das und sie fordert und sie glaubt an mich, so weißt du. Und deswegen ist es hart, aber es ist schön, wenn man eine Lehrerin hat, die wirklich an einen glaubt und auch einem Sachen zutraut. Genau.
Ich glaube, wir glauben hier auch alle an dich. Schön, vor allem nach allem, was wir hier auch gesehen haben schon von dir. Das finde ich auf jeden Fall auch super schön. Du hast ja gerade auch schon so ein bisschen nachgemacht hier vor unserem Livestream. Kannst du das nochmal vormachen? Wie klingt das dann? Bo, Gabriel, mach den Bauch rein, Brust raus, Po rein, 20 Liegestütze. Dabei, Gabriel. Bei mir sind immer 30 Liegestütze. Genau. Bei dir? Lina kennt das auch. Wahrscheinlich. Ich kenne das auf jeden Fall auch. Bauch rein, Po, so, Lina, Hüfte, Hüfte. Manchmal fährst du dort auch meine Haare an. Nein. Nein. Was zieht er dir an den Haaren? Nur die Extensions. Genau, warte, nur die Extensions. Nur die unteren Haare. Da kann ja nichts passieren. Am besten ist eigentlich der Move. Kopf. Nein. Nein, das ist so, von hinten. Noch besser. Aber ich finde es cool, dass er immer noch lacht und sagt, ja. Ja, natürlich. Wir haben Spaß. Diese Massage. Das merkt man euch auf jeden Fall an. Und ich meine, nach dem ganzen harten Training ist ja noch eine Besonderheit, dass jetzt ja eine Pause ansteht, die Osterpause. Nächste Woche gibt es ja leider kein Let's Dance. Also für mich natürlich als jemand, der jetzt nicht die ganze Arbeit da ins Training stecken muss. Ich finde es super, super schade. Wie ist es bei euch? Freust du dich darauf, jetzt nochmal so eine kleine Pause zu haben oder bist du schon traurig? Ich werde mir sehr viele Fußmassagen gönnen. Also ich sage euch so, wie es ist. Und ich freue mich auch mal, eine Woche Pause zu machen. Aber ich glaube, ich werde es auch schon in der Woche vermissen. So nach spätestens nach zwei, drei Tagen denke ich mir so, boah, Gabriel. So an Ostern. Anrufen, dann genau. Zählen wir nochmal den Tanz durch. 2, 3, cha-cha-cha. Bauch rein. Wieder steht auf morgens. Ja. Was? Ich bin zu spät. Ja. Heute ist kein Training. Ich habe schon vergessen. Genau so ist es. Also es ist wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, aber man genießt es. Und ich glaube, die Woche Pause wird uns allen gut tun. Alle sind ein bisschen durch. Und danach geht es wieder full power weiter. Ja, lass uns erstmal durch diesen Abend kommen. Mit ja, ganz genau. Viel Freude und Spaß. Genau. Aber es ist schon so ein bisschen Vorfreude, dass man sich so ein bisschen ausruhen kann. Ne? Ist doch schön. Wobei, Jolt, bei dir ist ja gar nicht so richtig Pause angesagt. Wir sehen dich ja nächste Woche. Bei mir ist gar nicht sehen wir dich tatsächlich im Fernsehen. Ja, live also am Mittwoch, dem 27.03. ist Jolt nämlich bei der Passion dabei. Ja. Als ein Jünger. Ja. Wie geht's dir damit? Freust du dich schon? Das ist Wahnsinn, wie viel Spaß hatten wir bei der Aufzeichnung und auch jetzt am 27. 20.15 Uhr einschalten bei RTL. Wir sind live Kassel, Wilhelmshöhe. Das wird Hammer sein. Das macht so viel Spaß. Das ist eine moderne Inszenierung. Die größte Geschichte aller Zeiten mit Jesus, mit Judas, mit Petrus und mit den Jüngern. Das wird super schön sein. Ich schalte ein. Danke. Wir schalten ein. Ich bin auch dabei. Ja, klar. Was kann Jolt eigentlich nicht? Tanzen, singen, schauspielen, kochen. Warum ist es? Ich kann kochen. Nicht so gut kochen. Nicht kochen. Ah. Toll. Aber Jolt. Kann Malika. Toll. Ich bin enttäuscht. Gerichte kannst du gut machen. Ja, ein paar. Spiegeleier. Spaghetti. Nudeln und Pizza wären jetzt die Gerichte, die wir heute bräuchten. Das kriegst du doch Rührei hin. Rührei und Pizza? Nudeln und Pizza. Rührei. Typisch italienisch, ein bisschen Rührei. Bravo, Lina. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich glaube, wir alle so ein bisschen, oder? Ja. Die Sendung macht heute auf jeden Fall Appetit, ne? Aber ja, Jolt, du singst dann ja auch in deiner Rolle. Das finde ich ja auch noch so das Besondere an der ganzen Geschichte. Oh. Ja? Jetzt kommt's. 3, 2, 2. Eins. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta. Hey! Raka-raka-raka-ka, raka-raka-ta. Hey! Ta-ta-ra-ta-ta-ta. So, ich versuche mich hier gerade hinter dem Mikro zu verstecken. Ja, cool. Aber wie ist das denn für dich? Also hast du das Gefühl, dass das jetzt noch ein bisschen anstrengender für dich wird, dadurch, dass du jetzt die Dreharbeiten noch in Kassel hast, beziehungsweise du musst ja dann anreisen, bist dann auf jeden Fall den ganzen Tag am Mittwoch busy. Wird das dann schwieriger mit den neuen Choreografien, die dann anstehen? Die Choreografies, natürlich, was wir weiter sind, stehen schon ungefähr hier. Und dann einfach muss ich das jetzt nur Samstag nur noch einfach raus. Und ich glaube, das wird eine coole Zeit. Da wird auch, das ist anders. Das ist anders. Schauspielen, ein bisschen anders, singen auf die Bühne ist total anders als Tanzen. Tanzen ist auch eine nonverbale Kommunikation. Aber ich glaube, das wird gut tun. Ja. Ne? Ein bisschen ausschalten, andere Sachen machen. Nicht nur einfach choreografieren oder tanzen oder performen. Performen, ja, aber nicht als Bewegung, sondern als Stimme oder halt Spaß. Face. Ja. Aber wir tanzen noch eine Show am Samstag zusammen, Jolt. Echt? Leute.
Ach was, das kommt auch noch dazu. Ja, nächsten Samstag, nicht diesen. Vor Ostern meinst du? Also bei am Osterwochenende. Am Ostersamstag. Ja. Okay. Leute, welche Choreo? Gut, welche dass Marika das alles im Griff hat. Also unsere Repertoire, was wir immer. Ja, also unsere Profitänzer haben hier auf jeden Fall auch noch neben der Show und neben den Promis alle Hände voll zu tun. Diese Woche ja auch noch eine Besonderheit. Mika ist ja diese Woche jetzt auch dabei und springt für Valentin ein. Erstmal an der Stelle müssen wir noch mal kurz sagen, Happy Birthday und herzlichen Glückwunsch an Renata und Valentin. Herzlichen Glückwunsch, Valentin, Renata! Ja, die kleine Stella ist gestern zur Welt gekommen, passend zur Italo Night mit einem italienischen Namen. Also schöner geht's doch nicht, wenn das kein gutes Omen ist für heute. Aber wie ist das so? Meint ihr, dass es schwierig für ihn war? Habt ihr es ja jetzt bestimmt auch ein bisschen schon mitbekommen bei den Proben. War das schwierig für ihn, da jetzt reinzurutschen mit Ann-Kathrin in den Tanz? Also der Mika war ja schon, glaube ich, auch beim Training ab und zu mal mit dabei, weil das natürlich eine besondere Situation war und eine wunderschöne Situation. Und deswegen, ich glaube, der Mika freut sich auch nochmal mit der Ann-Kathrin zu tanzen. Und ich glaube, man freut sich einfach auf dem Tanzparkett zu stehen und zusammen zu performen. Aber wir freuen uns gleichzeitig auch für Renata und Valentin. Ja. Also es ist eigentlich, beide Seiten sind schön. Also Also, Joel, sagst du, das ist nicht unbedingt ein Nachteil, dass Ann-Kathrin jetzt den Partner gewechselt hat? Gar nicht. Wir sind Profis, alle Profis sind super, super gut und ich habe schon bei der Probe gesehen, die beide, und glaub mir, das wird auch sehr, sehr gut sein. Und wir halten immer alle zusammen. Genau. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Das ist so schön bei dieser Let's Dance-Family. Ein sehr schönes Team, eine Family, eine kleine. Ja. Eine große eigentlich. Eine große Family, ja. Deswegen, dann wird es jetzt mit der Osterpause wahrscheinlich dann auch nochmal echt besonders traurig, wenn ihr die Family vermisst. Wir spammen einfach den Group-Chat zu. Was machen? Wir spammen den Gruppenchat. Wir spammen den Gruppenchat. Ja, wenn wir dann immer alle schreiben. Wir wünschen uns froh. Spammen? Wir spammen den Gruppenchat. Ich habe nie gehört sowas. Das macht nichts. Spammen den Gruppenchat. Okay. Ihr habt einen Gruppenchat mit allen Tanzpaaren quasi. Ach so, und da schreiben wir ganz viel rein, weil wir uns dann alle so sehr vermissen werden. Auf jeden Fall. Weißt du? Aber ich schreibe dir nicht. Ja, das wusste ich. Das dachte ich mir. Ich rufe dich an. Um 6 Uhr. Oder ihr könnt auch so Sprachnachrichten schicken, wo ihr dann immer irgendwie sagt so, und 1, 2, 3, 4, oder keine Ahnung. So um 3 Uhr nachts. Lina, 1, 2, tscha, tscha, tscha. Einfach nur so fürs Gefühl irgendwie, oder? Schön. Also ich hab gehört, dass Gabriel... Ich träume schon vom Tanzen. Also ich... Ja. Meine Freundin hat gesagt, ich rede jetzt im Schlaf und wirklich dann erzählt. So 2, 3, 4 und 2, 3, 4 und... Irgendwie habe ich auch irgendwann von Detlef gesagt, so... Detlef, du hast super getanzt. Ja, weil und wir im so Team sind. Ja, es ist wirklich, es geht in die Träume rein. Ja. Es ist unfassbar. Es nimmt das ganze Leben ein. Es dreht sich nur noch ums Tanzen. Sehr gut, das ist schön. Ja, ich habe auch gerade schon mal so ein bisschen reingeschaut bei den Proben. Also ich fand es auf jeden Fall, vom Dance Battle habe ich schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde es auch super, dass es dieses Mal gemischte Dance Battles sind und nicht Girls vs. Boys. Wurde auch mal Zeit, finde ich. Ich würde sagen, wir schauen uns das nachher einfach alle live an, ab 20.15 Uhr bei RTL. Drücken natürlich die Daumen, rufen natürlich an für unsere Favoriten. Und vielen, vielen Dank euch fürs Dabeisein. Vielen Dank für die schöne Premiere, Malika. Yes. Dankeschön für die Einladung. Gerne, danke, gerne. Liebe Grüße an euch. Und viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.